Beate Zschäpe, eine gelernte Gärtnerin aus Thüringen. Die mutmaßlich letzte Überlebende des Terrorkommandos Nationalsozialistischer Untergrund. Angeklagt wegen 10 Morden und 2 Bombenattentaten. Naives Nazi-Liebchen oder gefährliche Terroristin? Beate Zschäpe schweigt seit ihrer Verhaftung. Im Prozess wird sie sich entscheiden müssen zwischen Gesinnung und Gewissen. Das muss sie sich gut überlegen, ob sie in die Geschichte eingehen will als eine kaltblütige Mörderin, die bis zum Schluss uneinsichtig weitergemacht hat, oder ob sie als Mensch erscheinen will, der eben auch Qualitäten eines Menschen hat, wie Mitgefühl und auch die Fähigkeit zu überblicken, was sie angerichtet hat. Es würde ihr vielleicht mal ganz gut tun, im Gerichtsverfahren einen ganz, ganz tiefen Blick in die Gesichter der Opferfamilien zu werfen, damit ihr mal klar wird, was eigentlich geschehen ist. Beate Zschäpe wird 1975 in Jena geboren. Als die Wehen der Mutter einsetzen, glaubt diese an eine Nierenkolik. Die Schwangerschaft war wohl eher ein Unfall. Um ihren begehrten Studienplatz in Rumänien nicht zu verlieren, kommt das Baby zu den Großeltern. In der Zeugenvernehmung durch das Bundeskriminalamt schildert Zschäpes Mutter, Beates Vater sei Rumäne gewesen, der nichts von seinem Kind habe wissen wollen. Ein Interview lehnt die Mutter ab. Wir treffen den früheren Streetworker Thomas Grund. In seinem Jugendclub in Jena-Winzerla war Beate Zschäpe oft zu Gast. Eine verunsicherte Teenagerin, wichtigste Bezugsperson ist die Großmutter. Wenn überhaupt Beate über Familie geredet hat, was selten war, ja, also dann gab es eigentlich nur die Oma. Und das wusste auch jeder in dieser Gruppe. Sie wohnt bei ihrer Oma, die Oma kümmert sich um alles. Mehr war da nicht. Ja. Ich meine, wer als Jugendlicher erzählt gerne von seiner Oma, ja, in einer Jugendgruppe? Interessiert auch eigentlich keinen. Aber ich weiß zumindest, dass es Gesprächsthema war und dass ich also auch erfahren habe, dass sie niemanden in der Familie hat, außer ihrer Oma, weil die Mutter halt wieder mal weg ist irgendwo. Im sogenannten Winzerclub von Jena tankt sie Selbstbewusstsein. Thomas Grund zeigt uns Videoaufnahmen. Sie zeigen Beate Zschäpe mit 14. Ein hübsches Mädchen, um das die Jungs des Stadtteils buhlen. Was man jetzt bei ihr merkt, ist, dass sie überhaupt keine Marken anhat. Nee. Sie hat auch das Geld dafür nicht. Okay. Und ich denke auch, dass das ein Grund war, dass sie immer mal geklaut hat, auch in der Schule schon. Ja, das haben mir Leute auch erzählt. Und dann hatten wir die Situation, dass Leute aus dieser Clubmannschaft gesagt haben, die Beate wollen wir nicht mehr, wenn die hier ist, fehlt uns was. Ja, und dann haben wir das thematisiert mit der Gruppe, aber es kam nicht raus, wann denn was bei wem passiert ist. Es ist wohl die Mixtur aus sozialer Unzufriedenheit und der Suche nach Halt, die Beate Zschäpe anfällig macht für rechtsextremes Gedankengut. 1991 lernt sie den Neonazi Uwe Mundlos kennen und verliebt sich. Auch er ein Stammgast im Jugendclub von Thomas Grund. Sie wusste, war mein Eindruck, wie sie auf Jungs wirkt. Und mein Eindruck war auch, dass sie noch so unsicher war, na, welcher gefällt mir denn nun eigentlich da besser als der andere. Also sie war auf der Suche, denke ich, und hatte mit Politik überhaupt nichts am Hut, gar nichts. Das hat sich mit Sicherheit verändert. Also es bleibt doch gar nicht aus, wenn man sich in jemanden verliebt, der ein typisches rechtes Denken hat und auch vertritt und das auch öffentlich vertritt. Bleibt es nicht aus, dass man sich damit auseinandersetzt. Zschäpes Mutter berichtet in der Polizeivernehmung, wie sich die Tochter damals von ihr entfremdet. Besonders Beates politische Einstellung habe die Beziehung zur Mutter zerrüttet und zum Zerwürfnis geführt. Die Landtagsabgeordnete Katharina König ist Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag. Auch sie ist in Jena aufgewachsen.
An Beate Zschäpe kann sie sich noch gut erinnern. Im Gegensatz zu anderen Frauen, die sich in der Neonazi-Szene bewegt haben, war Beate Zschäpe deswegen hervorstechend, weil sie eben nicht klassisch gekleidet war. Also sie hatte nicht den typischen, ich nenne es jetzt mal Rini-Haarschnitt, Bomberjacke, Stahlkappenschuhe und, sondern sah eigentlich von ihrem rein Äußerlichen aus wie ein ganz normales Mädchen, eine ganz normale junge Frau. Und das hat sie in dieser Neonazi-Gruppierung besonders gemacht. Weil sie dadurch letztendlich auffiel, durch einen, ich nenne es mal, eigenen Stil letztendlich. Und weil sie sich auch im Gegensatz zu anderen Neonazi-Frauen nicht in der zweiten, dritten Reihe bewegt hat, sondern ja, gleichberechtigt, akzeptiert in der ersten Reihe mit den Neonazis unterwegs war. Mit ihren rechtsradikalen Freunden verbreitet Beate Zschäpe Angst und Schrecken. Hier in Jena schlägt sie auf dem Weihnachtsmarkt eine Frau krankenhausreif. Schon damals ist sie mehr als nur eine Mitläuferin. Sie hat ja 1993 aufgrund von Körperverletzungen auf sich aufmerksam gemacht. Und das zeugt ja davon, dass sie halt nicht nur die Freundin vom Uwe war, sondern sich profiliert hat, um nicht nur die Freundin zu sein, sondern als eigenständige Frau in dieser Szene wahrgenommen zu werden. Also das, denke ich, hat sie vielleicht sogar sehr bewusst gemacht. Vielleicht hat sie auch nur ihren Frust rausgelassen, wo der auch immer hergekommen ist. Michael Ebenau ist Gewerkschafter und engagiert sich seit 2 Jahrzehnten gegen Neonazis. Ebenau wurde selbst Zeuge rechter Gewalt. Und auch an Beate Zschäpe kann er sich gut erinnern. Es hat in jedem Jahr Übergriffe gegeben. Beate Zschäpe hat da andere junge Frauen angegriffen und zusammengeschlagen. Einer, meiner Kenntnis nach, auch den Arm gebrochen bei so einer Schlägerei. Böhnhardt hat in Winsala zugeschlagen. Also es ist einfach dieses Bild, wenn du mir nicht in mein Weltbild passt, dann kann ich dich auch zusammenschlagen. Oder wenn du zu laut bist, da haben die aktiv dran mitgewirkt. Sie waren Täter. Seit Mitte der 90er Jahre besuchen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt Neonazi-Kameradschaftsabende beim sogenannten Thüringer Heimatschutz. Gemeinsames Ziel ist das Ausspähen und Bekämpfen von Migranten und politischen Gegnern, sogenannte Anti-Antifa-Arbeit, auch hier in Jena. Vor laufender Kamera erklärt der damalige Vorsitzende sein krudes Weltbild. Dieser Name ist sehr ernst gemeint. Wir wollen natürlich die Thüringer Heimat schützen. Wir sehen das ökologisch. Umweltschutz ist Heimatschutz. Wir sehen das aber natürlich auch vor kriminellen Subjekten in diesem Thüringer Freistaat. Damit meinen wir Drogendealer, damit meinen wir linke, rote Kriminelle. Wir meinen alles, was in diesem Staat Probleme macht. Und wir werden das auch dementsprechend, und dieser Name ist für uns Programm. Die Neonazis in Thüringen werden von Verfassungsschutz und Polizei beobachtet. Aber ohne Konsequenzen. Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos radikalisieren sich unter den Augen der Staatsmacht. Offiziell ist das Thema damals ein Tabu. Es wurde nicht darüber berichtet in der Presse, weil wegen dem guten Ruf der Stadt Jena. Es wurde von der Stadt, wurden wir angegriffen, wenn wir national befreite Zonen sagten oder gar auf Flugblätter schrieben. Aber aus heutiger Sicht, ja, es waren national befreite Zonen, es waren Angstzonen. Und es wurden Jugendliche, Punks, Alternative, es wurden auch Migranten, die an der Universität studieren, wurden zusammengeschlagen. Das heißt, dass es Stadtviertel gab, beziehungsweise gewisse Straßenzüge, in die man als alternativer Jugendlicher nicht mehr gegangen ist, aber auch als Migrant nicht mehr gegangen ist, sofern man die Chance hatte, das zu vermeiden. Weil sobald man dort auftauchte, wurde man eben bedroht und manchmal nicht nur bedroht, sondern auch zusammengeschlagen. Und letztendlich aus diesem Stadtviertel oder auch aus diesen Straßen vertrieben. Und die Nazis hatten dort die Oberherrschaft erlangt.
Die Rechtsradikalen provozieren auch in ehemaligen Konzentrationslagern. So auch hier, in Buchenwald, im November 1996. Wegen Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos wird die Polizei eingeschaltet. Wir mussten das ja auch aus unseren Unterlagen erstmal wieder rekonstruieren. Das heißt konkret die unbefristeten Hausverbote, die wir natürlich aufbewahren. Und diesen Hausverboten entnehme ich, dass am 1. November 1996 diese Gruppe um Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos und entsprechend Beate Zschäpe, André Kapke, dass die in der Gedenkstätte Buchenwald aufschlagen und provokativ aufschlagen. Das heißt, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt sind ganz offenbar als SA-ler, SS-ler sozusagen ausstaffiert. Als Neonazis treten sie provokant auf. Im Besucherbuch der Gedenkstätte verewigen sich Neonazis mit hasserfüllter Prosa. Das geschah den Juden recht. Hoch der SS und der SA. Sieg Heil. Duschen, duschen, das macht Spaß. Aus den Duschen strömt das Gas. Für Zschäpe und Co. sind die ehemaligen Konzentrationslager keine Orte des Gedenkens. Es ist dreierlei. Zum einen wollen sie ihre Räume ausdehnen, aussagen, das ist auch mein Ort. Damit verbunden ist die Provokation dieser Gesellschaft, dass dieser Ort ja eigentlich ihnen natürlich nicht gewidmet ist oder für sie da ist. Und der dritte Punkt, und das ist dann das Irritierende und das Erschreckende, dass sie sich ja tatsächlich nicht nur um der Provokation willen, sondern in der Realität mit der SS selber identifizieren. Sie identifizieren sich mit der Brutalität und sie identifizieren sich mit einer Sichtweise auf andere Menschen, dass die kein Lebensrecht haben. Darüber findet eine Form von Selbstverständigungsprozess statt bei solchen Besuchen. Und dass das manifest ist und dann in der Gegenwart auch Realität wird, das hat man leider gesehen. Neuhaus am Rennweg 1997. Bönhardt und Zschäpe marschieren gemeinsam mit bayerischen NPD-Spitzen. Dresden, Januar 1998. Die NPD organisiert einen Aufmarsch gegen die Wehrmachtausstellung. Es ist eine der größten rechtsextremen Kundgebungen in den neuen Bundesländern. Zu den Teilnehmern gehören Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Bönhardt. Fest im Griff die Fahne des Deutschen Reiches. Eines der Transparente trägt eine fatale Prophezeiung. Nationalismus, eine Idee sucht Handelnde. Nur wenige Tage nach der Demo ein spektakulärer Fund. In Beate Zschäpes Garage stoßen Polizisten auf eine Bombenwerkstatt. Unter den Fundstücken sind 5 funktionsfähige Rohrbomben mit insgesamt 1,4 Kilogramm TNT. Aus rechtsradikalen Schlägern werden potenzielle Terroristen. Die Polizei erlässt endlich Haftbefehl. Der Sprengstoff stammt mutmaßlich vom Chemnitzer Neonazi Thomas S., mit dem Zschäpe knapp ein Jahr liiert war. Gemeinsam mit Bönhardt und Mundlos taucht sie unter. Bei Frau Zschäpe lässt sich feststellen, etwa seit Mitte der 90er Jahre bis 1998, als sie in den Untergrund gegangen ist, dass ihre politische Biografie außerordentlich stark eskaliert. Also, das heißt, Straftaten nehmen zu, mehrere Straftaten, die sie begangen hat, wegen derer sie auch gesucht wird, wegen derer am Ende auch ein Haftbefehl steht. Das weist darauf hin, dass sie sich politisch radikalisiert, dass sie Normen überschreitet. Und ich denke, dass sie diese Handlungsbereitschaft und Orientierung dann auch in den Untergrund weiter eingebracht hat. Und noch etwas wird in Zschäpes Garage sichergestellt. Menschenfeindliche Propaganda. Das Trio hat eine Neonazi-Variante von Monopoly entworfen. Sie heißt Pogromli. Der Judenmord als bizarrer Freizeitspaß. Für 50 Euro verkaufen sie das Spiel in der Szene. Immer tiefer rutschen sie in die braune Albtraumwelt,
Die Polizei findet auch eine Textdatei. Darin heißt es: Ali Drecksau, wir hassen dich. Und weiter: Türkenschwein, wir zertreten sein Gesicht. Wenn man Rostock und Solingen und Mölln entsprechend einordnet, dass Neonazis es schaffen, durch Anschläge letztendlich Politik zu beeinflussen, dann ist Beate Zschäpe auf der einen Seite von Hass gegen Migranten erfüllt, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Wissen, dass es gelingen kann, die Gesellschaft zu verändern, wenn man entsprechende Taten, wenn man entsprechende Morde, wenn man entsprechendes Verhalten an den Tag legt. Ein Verhalten, von dem man überzeugt ist, dass es die Mehrheit der Gesellschaft unterstützt und befürwortet. Auf alle Fälle würde ich das unterstreichen, dass in einer Organisation wie dem nationalsozialistischen Untergrund ist es gar nicht anders möglich. Es würde überhaupt nicht funktionieren, wenn nicht alle, die dort aktiv wären, ideologisch fest von der Sache überzeugt sind und mit Leib und Seele dabei, also mit Herz und Verstand. Aus Thüringen setzen sich Zschäpe und die beiden Uwes nach Sachsen ab. Ein paar Kilometer genügen, um Polizei und Verfassungsschutz abzuhängen. Die Szene widmet ihnen ein Lied. Zurück könnt ihr jetzt wohl nicht mehr. Doch euer Platz bleibt so lange leer. Der Kampf geht weiter nur voran. Für unser deutsches Vaterland. In Zwickau mieten sie eine Wohnung. Von hier aus verüben sie ihre kaltblütige Mord- und Anschlagsserie. Jetzt nennen sie sich Nationalsozialistischer Untergrund. Die Bilanz ihres Terrors wird das Land erschüttern. 10 Tote, mehr als 20 zum Teil schwer Verletzte. Beate Zschäpe war wohl nicht dabei an den Tatorten, aber sie steht im Verdacht, die Verbrechen erst möglich gemacht zu haben. Sie benutzt 9 verschiedene Namen. Darunter Liese, Lisa, Emminger, Pohl, Rossberg oder Mandy Struck. Beate Zschäpe hatte meines Erachtens oder unseres Erachtens eine tragende Rolle innerhalb des nationalsozialistischen Untergrundes. Eine tragende und auch eine sehr differenzierte Rolle. Das heißt, sie war für unterschiedliche Funktionen, sie hat unterschiedliche Funktionen innerhalb des Zusammenlebens übernommen und ganz wichtig, hat sie die bürgerliche Fassade des Trios überhaupt erst ermöglicht. Zwickau. Hier in der Polenzstraße pflegt Beate Zschäpe die bürgerliche Fassade. Die Ermittlungen der Polizei in der Nachbarschaft dokumentieren eine ausgeklügelte Tarnung. Liese, alias Beate, ist in der Nachbarschaft beliebt und geschätzt. Mal habe sie den Hausbewohnern eine Familienpizza spendiert, mal einer anderen Nachbarin Geld geliehen. Eine weitere Zeugin erinnert sich, Zschäpe sei auch zu ihren Kindern nett gewesen. Freundlich, zuvorkommend und eine absolut positive Erscheinung, die in der Polenzstraße zusammen mit 2 Männern wohnte. Frau Zschäpe hat über viele Jahre ganz offensichtlich ein bürgerliches Image, das Image einer ganz normalen jungen Familie oder einer jungen Wohngemeinschaft erzeugen können, das über viele Jahre hinweg. Und wenn man die Vorgeschichte beachtet, dass sie eine politische Aktivistin ist, dass sie Straftaten begangen hat, dann ist sie außerordentlich strategisch geschickt vorgegangen. Und ich denke, sie ist auch mit viel Erfolg vorgegangen, denn das hat ja über 10 Jahre lang gedauert. Das ganze nette, bürgerliche, gewaltfreie, in Anführungszeichen, dafür hat sie ja gesorgt, dass es so wirkt. Von daher ist die Vorstellung NSU ohne die Beteiligung von Beate Zschäpe so lange unentdeckt meines Erachtens überhaupt nicht möglich. Die warmherzige Fassade orientiert sich an Kindheitserfahrungen. Mein Eindruck war, dass sie schon behütet ist von der Großmutter. Dass aber die Großmutter mit einer ganz anderen Rolle dann auch ihre Spuren bei Beate hinterlassen hat. Die Beate war der Mittelpunkt der Familie, weil wenn die Männer in Feindesland gegangen sind, um dort irgendwelche Leute umzubringen, hat sie,
das, so wie ich das jetzt sehe, hat sie dort das Haus zusammengehalten. Da stand mit Sicherheit auch was zu essen auf dem Tisch, wenn die wieder kam. Beate Zschäpes Rolle soll eine zentrale gewesen sein im NSU, sozial und strategisch. Das zumindest legen die Vernehmungen der Polizei nahe. Sie sei mehr gewesen als nur eine Nazi-Braut, kein braunes Mäuschen und habe kein Blatt vor den Mund genommen. Der mitangeklagte Rechtsextremist Holger G. sagt aus, Beate Zschäpe sei ein gleichberechtigtes Mitglied gewesen. Ein anderer Zeuge erklärt, Zschäpe habe die Hosen angehabt im Terror-Trio. Ich halte Beate Zschäpe für eine durch und durch strategische Frau, die sehr gekonnt auch mit den Geschlechterklischees und damit gespielt hat und die sich ihrer Wirkung nach außen sehr bewusst war und die gewusst hat, dass es überlebensnotwendig ist für ihre Situation im Untergrund, dass bestimmte Bilder von Normalität nach außen gegeben werden. Und das wäre ohne Beate Zschäpe gar nicht möglich gewesen. Ihre Rolle scheint Zschäpe perfekt beherrscht zu haben. Jahrelang fahren sie und die beiden Uwes in den Urlaub nach Fehmarn, auf den Campingplatz Wulfener Hals. Die Terroristen surfen, fahren Mountainbike, spielen heile Welt, schließen Urlaubsfreundschaften. Der Campingplatzbetreiber erinnert sich. Also schon eine sehr merkwürdige Geschichte, dass jemand so kaltschnäuzig und kaltblütig sein kann. Die haben hier Urlaub gemacht, selbst die direkten Nachbarn haben überhaupt nichts festgestellt. Die fanden sie sogar sympathisch, wie sie selber sagen. Beate Zschäpe kocht für die Gruppe und hütet die Finanzen. Zeugen beobachten im Urlaub, wenn die beiden Männer etwas brauchten, kam das Geld von der Liese. Wenn man den langen Zeitraum sieht, eben 10 Jahre und die Randbedingungen des politischen Aktivismus und der Bereitschaft, Straftaten zu begehen, dann kann man ihre Rolle nicht hoch genug einschätzen. Ich vermute, sie hat dazu beigetragen, dass diese Kleingruppe insgesamt zusammengeblieben ist. Sie hat dazu beigetragen, vermutlich auch, dass weitere Unterstützerkreise bei der Stange geblieben sind. Sie hat dazu beigetragen, dass das Image der Gruppe ein ganz normales war im nachbarschaftlichen Umfeld. Und sie wird zur Logistik der Gruppe beigetragen haben. So gesehen hing die Existenz der Gruppe mit Sicherheit auch an ihr selber. Und insofern ist ihre Rolle für die Gruppe, denke ich, nicht gering zu schätzen. Ob und wie sehr Beate Zschäpe in die Morde der NSU verstrickt war, wird im kommenden Prozess die zentrale Frage sein. Aus den Vernehmungen ist bislang nicht viel mehr klar geworden, als dass sie zumindest dabei war, als die Mordwaffe von einem Helfer aus der rechten Szene angeliefert wurde. Jene Cesca, mit der 9 Einwanderer ermordet wurden. Aktiv ist Zschäpe den Ermittlungen zufolge auch beim Beschaffen von Tatfahrzeugen. Meist unter dem Vorwand, man brauche ein Wohnmobil für eine Urlaubsreise. Tatsächlich werden die Autos für Banküberfälle genutzt, wie im Oktober 2011, dem letzten Beutezug des NSU in Eisenach. Diesmal geht es schief. Zschäpes Komplizen Böhnhardt und Mundlos fallen auf. Die Polizei entdeckt das Wohnmobil. Einer Verhaftung entgehen sie nach derzeitigem Ermittlungsstand durch Selbstmord und zünden das Auto an. Und Beate Zschäpe? Als sie vom Tod der beiden Uwes erfährt, legt sie Feuer in der gemeinsamen Wohnung in Zwickau. Vernichtet Beweismaterial, doch viele Fragen bleiben offen. Die erste Frage ist ja, wie hat Beate Zschäpe vom Tod der 2 erfahren? Dazu gibt es ja bis heute keine Erkenntnis. Was belegt ist, dass sie nach dem Tod der 2 A natürlich das Haus in Brand gesetzt hat und B sich auf eine Tour quer durch Deutschland begeben hat. Und da stellt sich für mich die Frage, ist es eine Flucht oder ist es ein Abschied nehmen und ein Informationsweitergeben über das Ende der 3, über das Ende dieser Zelle des NSU? Sicher ist, Beate Zschäpe war eingebunden in ein ganzes Netzwerk von Neonazis.
Sicher ist auch, dass sie nach dem Tod von Bönhardt und Mundlos das menschenverachtende Bekennervideo des NSU verschickt, gleichsam als Nachlassverwalterin des Terrorkommandos. Was kann's denn schaden? Ich sehe mir mal von drinnen an den Laden. Es war Beate Zschäpe, die nach dem Tode ihrer beiden Mitstreiter und nach dem Inbrandsetzen des Hauses das Video 12-mal verschickt hat, das Bekennervideo der Terrorgruppe. Das heißt, die Verbreitung dieser Taten, die Kenntnis der Öffentlichkeit über diese Taten, rührt im Wesentlichen auf den Aktivitäten von Frau Zschäpe. Und dieses Beispiel mag illustrieren, welche Bedeutung sie für die Gruppe gehabt hat und auch in welcher Weise sie dazu beigetragen hat, dass die Gruppe politisiert wurde und ihre Botschaft in der Öffentlichkeit verbreiten konnte. Nach dem Auffliegen des NSU sind ehemalige Nachbarn und Bekannte von Zschäpe wie vor den Kopf gestoßen. Das Verhältnis zwischen Nachbarn war gut, war sehr gut sogar. Sag mal so, wenn ich nachdenke, ich würde mir solche Nachbarn gerne haben, weil die waren sehr nett, sehr ordentlich. Wenn du gehört hast, dass die 8 Leute umgebracht haben oder 9, was die jetzt erzählen, keine Ahnung, kommt kalte Schweiß. Das zeigt ja auch von einer extremen Kaltblütigkeit. Einerseits mit den griechischen Menschen im Haus einen netten Kontakt zu haben und auch den einen oder anderen Uso zum Geburtstag mit denen gemeinsam zu sich zu nehmen und gleichzeitig, wir wissen noch nicht in welcher Art und Weise, aber an der Logistik, an der Planung zu hoher Wahrscheinlichkeit dieser Morde beteiligt gewesen zu sein. 9 Einwanderer und eine Polizistin ermordet. Mehr als 20 Menschen durch Bombensplitter verletzt. Ob Zschäpe daran im juristischen Sinn Schuld trägt, muss das Oberlandesgericht München in den kommenden Monaten klären. Sie ist angeklagt als Mörderin, sie ist angeklagt als Teil einer Terrororganisation, sie ist angeklagt als vollwertiges, funktionales Mitglied dieser Gruppe. Nach den Informationen, die wir bislang vorliegen haben, nach den Zeugenaussagen, nach den sonstigen Ermittlungsergebnissen, halte ich die Anklage für gerechtfertigt. Beate Zschäpe, naive Terroristengeliebte oder entscheidende Strategin im braunen Netz. Ins Gefängnis bekommt sie Heiratsanträge und aus Norwegen meldet sich der rassistische Massenmörder Anders Breivik. Und wünscht eine Brieffreundschaft. Er bezeichnet die Inhaftierte als Schwester im Kampf. Ob Zschäpe aber selbst weiter am mörderischen Wahn festhält, das wird der Prozess zeigen. Ebenso wie Antworten auf die Frage, wer noch alles mitgeholfen hat beim braunen Terror des NSU. Und sie wird zur Logistik der Gruppe beigetragen haben. So gesehen hing die Existenz der Gruppe mit Sicherheit auch an ihr selber. Und insofern ist ihre Rolle für die Gruppe, denke ich, nicht gering zu schätzen. Ob und wie sehr Beate Zschäpe in die Morde der NSU verstrickt war, wird im kommenden Prozess die zentrale Frage sein. Aus den Vernehmungen ist bislang nicht viel mehr klar geworden, als dass sie zumindest dabei war, als die Mordwaffe von einem Helfer aus der rechten Szene angeliefert wurde. Jene Česka, mit der 9 Einwanderer ermordet wurden. Aktiv ist Zschäpe den Ermittlungen zufolge auch beim Beschaffen von Tatfahrzeugen. Meist unter dem Vorwand, man brauche ein Wohnmobil für eine Urlaubsreise. Tatsächlich werden die Autos für Banküberfälle genutzt. Wie im Oktober 2011, dem letzten Beutezug des NSU in Eisenach. Diesmal geht es schief. Zschäpes Komplizen Bönhardt und Mundlos fallen auf. Die Polizei entdeckt das Wohnmobil. Einer Verhaftung entgehen sie nach derzeitigem Ermittlungsstand durch Selbstmord und zünden das Auto an.
Und Beate Zschäpe? Als sie vom Tod der beiden Uwes erfährt, legt sie Feuer in der gemeinsamen Wohnung in Zwickau. Vernichtet Beweismaterial, doch viele Fragen bleiben offen. Die erste Frage ist ja, wie hat Beate Zschäpe vom Tod der zwei erfahren? Dazu gibt es ja bis heute keine Erkenntnis. Was belegt ist, dass sie nach dem Tod der zwei A, natürlich das Haus in Brand gesetzt hat und B, sich auf eine Tour quer durch Deutschland begeben hat. Und da stellt sich für mich die Frage, ist es eine Flucht oder ist es ein Abschied nehmen und ein Informationsweitergeben über das Ende der drei, über das Ende dieser Zelle des NSU? Sicher ist, Beate Zschäpe war eingebunden in ein ganzes Netzwerk von Neonazis. Sicher ist auch, dass sie nach dem Tod von Bönhardt und Mundlos das menschenverachtende Bekennervideo des NSU verschickt, gleichsam als Nachlassverwalterin des Terrorkommandos. Was kann's denn schaden? Ich sehe mir mal von drinnen an den Laden. Es war Beate Zschäpe, die nach dem Tode ihrer beiden Mitstreiter und nach dem Inbrandsetzen des Hauses das Video 12-mal verschickt hat, das Bekennervideo der Terrorgruppe. Das heißt, die Verbreitung dieser Taten, die Kenntnis der Öffentlichkeit über diese Taten, rührt im Wesentlichen auf den Aktivitäten von Frau Zschäpe. Und dieses Beispiel mag illustrieren. Im sogenannten Winzerclub von Jena tankt sie Selbstbewusstsein. Thomas Grund zeigt uns Videoaufnahmen. Sie zeigen Beate Zschäpe mit 14. Ein hübsches Mädchen, um das die Jungs des Stadtteils buhlen. Was man jetzt bei ihr merkt, ist, dass sie überhaupt keine Marken anhat. Sie hat auch das Geld dafür nicht. Okay. Ja, und ich denke auch, dass das ein Grund war, dass sie immer mal geklaut hat, auch in der Schule schon. Ja, das haben mir Leute auch erzählt. Und dann hatten wir die Situation, dass Leute aus dieser Clubmannschaft gesagt haben, ja, da wollen wir nicht mehr, wenn die hier ist, fehlt uns was. Ja, und dann haben wir das thematisiert mit der Gruppe, aber es kam nicht raus, wann denn was bei wem passiert ist. Es ist wohl die Mixtur aus sozialer Unzufriedenheit und der Suche nach Halt, die Beate Zschäpe anfällig macht für rechtsextremes Gedankengut. 1991 lernt sie den Neonazi Uwe Mundlos kennen und verliebt sich. Auch er ein Stammgast im Jugendclub von Thomas Grund. Sie wusste, war mein Eindruck, wie sie auf Jungs wirkt. Und mein Eindruck war auch, dass sie noch so unsicher war, na, welcher gefällt mir denn nun eigentlich da besser als der andere. Also sie war auf der Suche, denke ich, und hatte mit Politik überhaupt nichts am Hut, gar nichts. Das hat sich mit Sicherheit verändert. Also es bleibt doch gar nicht aus, wenn man sich in jemanden verliebt, der ein typisches rechtes Denken hat und auch vertritt und das auch öffentlich vertritt, bleibt es nicht aus, dass man sich damit auseinandersetzt. Zschäpes Mutter berichtet in der Polizeivernehmung, wie sich die Tochter damals von ihr entfremdet. Besonders Beates politische Einstellung habe die Beziehung zur Mutter zerrüttet und zum Zerwürfnis geführt. Die Landtagsabgeordnete Katharina König ist Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag. Auch sie ist in Jena aufgewachsen. An Beate Zschäpe kann sie sich noch gut erinnern. Im Gegensatz zu anderen Frauen, die sich in der Neonazi-Szene bewegt haben, war Beate Zschäpe deswegen hervorstechend, weil sie eben nicht klassisch gekleidet war. Also sie hatte nicht den typischen, ich nenne es jetzt mal Rini-Haarschnitt, Bomberjacke, Stahlkappenschuhe und, sondern sah eigentlich von ihrem rein Äußerlichen aus wie ein ganz normales Mädchen, eine ganz normale junge Frau. Und das hat sie in dieser Neonazi-Gruppierung besonders gemacht, weil sie dadurch letztendlich auffiel, durch einen, ich nenne es mal, eigenen Stil letztendlich. Und weil sie sich auch im Gegensatz zu anderen Neonazi-Frauen nicht in der zweiten, dritten Reihe bewegt hat, sondern, ja. Zschäpe, die bürgerliche Fassade. Die Ermittlungen der Polizei in der Nachbarschaft dokumentieren eine ausgeklügelte Tarnung. Lise, alias Beate, ist in der Nachbarschaft beliebt und geschätzt.
Mal habe sie den Hausbewohnern eine Familienpizza spendiert, mal einer anderen Nachbarin Geld geliehen. Eine weitere Zeugin erinnert sich, Zschäpe sei auch zu ihren Kindern nett gewesen. Freundlich, zuvorkommend. Und eine absolut positive Erscheinung, die in der Polenzstraße zusammen mit zwei Männern wohnte. Frau Zschäpe hat über viele Jahre ganz offensichtlich ein bürgerliches Image, das Image einer ganz normalen jungen Familie oder einer jungen Wohngemeinschaft erzeugen können, das über viele Jahre hinweg. Und wenn man die Vorgeschichte beachtet, dass sie eine politische Aktivistin ist, dass sie Straftaten begangen hat, dann ist sie außerordentlich strategisch geschickt vorgegangen. Und ich denke, sie ist auch mit viel Erfolg vorgegangen, denn das hat ja über 10 Jahre lang gedauert. Das ganze nette, bürgerliche, gewaltfreie, in Anführungszeichen, dafür hat sie ja gesorgt, dass es so wirkt. Von daher ist die Vorstellung NSU ohne die Beteiligung von Beate Zschäpe so lange unentdeckt, meines Erachtens überhaupt nicht möglich. Die warmherzige Fassade orientiert sich an Kindheitserfahrungen. Mein Eindruck war, dass sie schon behütet ist von der Großmutter. Dass aber die Großmutter mit einer ganz anderen Rolle dann auch ihre Spuren bei Beate hinterlassen hat. Die Beate war der Mittelpunkt der Familie, weil wenn die Männer in Feindesland gegangen sind, um dort irgendwelche Leute umzubringen, hat sie, so wie ich das jetzt sehe, hat sie dort das Haus zusammengehalten. Da stand mit Sicherheit auch was zu essen auf dem Tisch, wenn die wieder kamen. Beate Zschäpes Rolle soll eine zentrale gewesen sein im NSU, sozial und strategisch. Das zumindest legen die Vernehmungen der Polizei nahe. Sie sei mehr gewesen als nur eine Nazi-Braut, kein braunes Mäuschen und habe kein Blatt vor den Mund genommen. Der mitangeklagte Rechtsextremist Holger G. sagt aus, Beate Zschäpe sei ein gleichberechtigtes Mitglied gewesen. Ein anderer Zeuge erklärt, Zschäpe habe die Hosen angehabt im Terror-Trio. Ich halte Beate Zschäpe für eine durch und durch strategische Frau, die sehr gekonnt auch mit den Geschlechterklischees und damit gespielt hat und die sich ihrer Wirkung nach außen sehr bewusst war und die gewusst hat, dass es überlebensnotwendig ist für ihre Situation im Untergrund, dass bestimmte Bilder von Normalität nach außen gegeben werden. Und das geschah den Juden recht. Hoch der SS und der SA. Sieg Heil. Duschen, duschen, das macht Spaß. Aus den Duschen strömt das Gas. Für Zschäpe und Co. sind die ehemaligen Konzentrationslager keine Orte des Gedenkens. Es ist dreierlei. Zum einen wollen sie ihre Räume ausdehnen, aussagen, das ist auch mein Ort. Damit verbunden ist die Provokation dieser Gesellschaft, dass dieser Ort ja eigentlich ihnen natürlich nicht gewidmet ist oder für sie da ist. Und der dritte Punkt, und das ist dann das Irritierende und das Erschreckende, dass sie sich ja tatsächlich nicht nur um der Provokation willen, sondern in der Realität mit der SS selber identifizieren. Sie identifizieren sich mit der Brutalität und sie identifizieren sich mit einer Sichtweise auf andere Menschen, dass die kein Lebensrecht haben. Darüber findet eine Form von Selbstverständigungsprozess statt bei solchen Besuchen. Und dass das Manifest ist und dann in der Gegenwart auch Realität wird, das hat man leider gesehen. Neuhaus am Rennweg 1997. Böhnhardt und Zschäpe marschieren gemeinsam mit bayerischen NPD-Spitzen. Dresden, Januar 1998. Die NPD organisiert einen Aufmarsch gegen die Wehrmachtausstellung. Es ist eine der größten rechtsextremen Kundgebungen in den neuen Bundesländern. Zu den Teilnehmern gehören Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Fest im Griff die Fahne des Deutschen Reiches. Eines der Transparente trägt eine fatale Prophezeiung. Nationalismus, eine Idee sucht Handelnde. Marschiert, der nationale Widerstand!
Nur wenige Tage nach der Demo ein spektakulärer Fund. In Beate Zschäpes Garage stoßen Polizisten auf eine Bombenwerkstatt. Unter den Fundstücken sind 5 funktionsfähige Rohrbomben mit insgesamt 1,4 Kilogramm TNT. Aus rechtsradikalen Schlägern werden potenzielle Terroristen. Die Polizei erlässt endlich Haftbefehl. Der Sprengstoff stammt mutmaßlich vom Chemnitzer Neonazi Thomas S., mit dem Zschäpe knapp ein Jahr liiert war. Gemeinsam mit Böhnhardt und Mundlos taucht sie unter. Bei Frau Zschäpe lässt sich feststellen, viele Fragen bleiben offen. Die erste Frage ist ja, wie hat Beate Zschäpe vom Tod der zwei erfahren? Dazu gibt es ja bis heute keine Erkenntnis. Was belegt ist, dass sie nach dem Tod der zwei A, natürlich das Haus in Brand gesetzt hat und B, sich auf eine Tour quer durch Deutschland begeben hat. Und da stellt sich für mich die Frage, ist es eine Flucht oder ist es ein Abschied nehmen und ein Informationsweitergeben über das Ende der drei, über das Ende dieser Zelle des NSU. Sicher ist, Beate Zschäpe war eingebunden in ein ganzes Netzwerk von Neonazis. Sicher ist auch, dass sie nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos das menschenverachtende Bekennervideo des NSU verschickt, gleichsam als Nachlassverwalterin des Terrorkommandos. Was kann's denn schaden? Ich sehe mir mal von drinnen an den Laden. Es war Beate Zschäpe, die nach dem Tode ihrer beiden Mitstreiter und nach dem Inbrandsetzen des Hauses das Video 12-mal verschickt hat, das Bekennervideo der Terrorgruppe. Das heißt, die Verbreitung dieser Taten, die Kenntnis der Öffentlichkeit über diese Taten, rührt im Wesentlichen auf den Aktivitäten von Frau Zschäpe. Und dieses Beispiel mag illustrieren, welche Bedeutung sie für die Gruppe gehabt hat und auch in welcher Weise sie dazu beigetragen hat, dass die Gruppe politisiert wurde und ihre Botschaft in der Öffentlichkeit verbreiten konnte. Nach dem Auffliegen des NSU sind ehemalige Nachbarn und Bekannte von Zschäpe wie vor den Kopf gestoßen. Das Verhältnis zwischen Nachbarn war gut, war sehr gut sogar. Sag mal so, wenn ich nachdenke, ich würde mir solche Nachbarn gerne haben, weil die waren sehr nett, sehr ordentlich. Wenn du gehört hast, dass die 8 Leute umgebracht haben oder 9, was die jetzt erzählen, keine Ahnung, kommt kalter Schweiß. Das zeigt hier auch von einer extremen Kaltblütigkeit. Einerseits mit den griechischen Menschen im Haus einen netten Kontakt zu haben und auch den einen oder anderen Uso zum Geburtstag mit denen gemeinsam zu sich zu nehmen und gleichzeitig, wir wissen noch nicht in welcher Art und Weise, aber an der Logistik, an der Planung zu hoher Wahrscheinlichkeit dieser Morde beteiligt gewesen zu sein. 9 Einwanderer und eine Polizistin ermordet. Mehr als 20 Menschen durch Bombensplitter verletzt. Identifizieren sich mit einer Sichtweise auf andere Menschen, dass die kein Lebensrecht haben. Darüber findet eine Form von Selbstverständigungsprozess statt bei solchen Besuchen. Und dass das Manifest ist und dann in der Gegenwart auch Realität wird, das hat man leider gesehen. Neuhaus am Rennweg 1997. Böhnhardt und Zschäpe marschieren gemeinsam mit bayerischen NPD-Spitzen. Dresden, Januar 1998. Die NPD organisiert einen Aufmarsch gegen die Wehrmachtausstellung. Es ist eine der größten rechtsextremen Kundgebungen in den neuen Bundesländern. Zu den Teilnehmern gehören Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Fest im Griff die Fahne des Deutschen Reiches. Eines der Transparente trägt eine fatale Prophezeiung. Nationalismus, eine Idee sucht Handelnde. Marschieren!
Der nationale Widerstand! Wir marschieren! Der nationale Widerstand! Nur wenige Tage nach der Demo ein spektakulärer Fund. In Beate Zschäpes Garage stoßen Polizisten auf eine Bombenwerkstatt. Unter den Fundstücken sind 5 funktionsfähige Rohrbomben mit insgesamt 1,4 Kilogramm TNT. Aus rechtsradikalen Schlägern werden potenzielle Terroristen. Die Polizei erlässt endlich Haftbefehl. Der Sprengstoff stammt mutmaßlich vom Chemnitzer Neonazi Thomas S., mit dem Zschäpe knapp ein Jahr liiert war. Gemeinsam mit Böhnhardt und Mundlos taucht sie unter. Bei Frau Zschäpe lässt sich feststellen, etwa seit Mitte der 90er Jahre bis 1998, als sie in den Untergrund gegangen ist, dass ihre politische Biografie außerordentlich stark eskaliert. Also, das heißt, Straftaten nehmen zu, mehrere Straftaten, die sie begangen hat, wegen derer sie auch gesucht wird, wegen derer am Ende auch ein Haftbefehl steht. Das weist darauf hin, dass sie sich politisch radikalisiert, dass sie Normen überschreitet. Und ich denke, dass sie diese Handlungsbereitschaft und Orientierung dann auch in den Untergrund weiter eingebracht hat. Und noch etwas wird in Zschäpes Garage sichergestellt. Menschenfeindliche Propaganda. Das Trio hat eine Neonazi-Variante von Monopoly entworfen. Sie heißt Pogromli. Der Judenmord als bizarrer Freizeitspaß. Für 50 Euro verkaufen sie das Spiel in der Szene. Immer tiefer rutschen sie in die braune Albtraumwelt. Eine tragende Rolle innerhalb des nationalsozialistischen Untergrundes. Eine tragende und auch eine sehr differenzierte Rolle. Das heißt, sie war für unterschiedliche Funktionen, sie hat unterschiedliche Funktionen innerhalb des Zusammenlebens übernommen und ganz wichtig, hat sie die bürgerliche Fassade des Trios überhaupt erst ermöglicht. Zwickau. Hier in der Polenzstraße pflegt Beate Zschäpe die bürgerliche Fassade. Die Ermittlungen der Polizei in der Nachbarschaft dokumentieren eine ausgeklügelte Tarnung. Lise, alias Beate, ist in der Nachbarschaft beliebt und geschätzt. Mal habe sie den Hausbewohnern eine Familienpizza spendiert, mal einer anderen Nachbarin Geld geliehen. Eine weitere Zeugin erinnert sich, Zschäpe sei auch zu ihren Kindern nett gewesen. Freundlich, zuvorkommend und eine absolut positive Erscheinung, die in der Polenzstraße zusammen mit 2 Männern wohnte. Frau Zschäpe hat über viele Jahre ganz offensichtlich ein bürgerliches Image, das Image einer ganz normalen jungen Familie oder einer jungen Wohngemeinschaft erzeugen können, das über viele Jahre hinweg. Und wenn man die Vorgeschichte beachtet, dass sie eine politische Aktivistin ist, dass sie Straftaten begangen hat, dann ist sie außerordentlich strategisch geschickt vorgegangen. Und ich denke, sie ist auch mit viel Erfolg vorgegangen, denn das hat ja über 10 Jahre lang gedauert. Das ganze nette, bürgerliche, gewaltfreie, in Anführungszeichen, dafür hat sie ja gesorgt, dass es so wirkt. Von daher ist die Vorstellung NSU ohne die Beteiligung von Beate Zschäpe so lange unentdeckt, meines Erachtens überhaupt nicht möglich. Die warmherzige Fassade orientiert sich an Kindheitserfahrungen. Mein Eindruck war, dass sie schon behütet ist von der Großmutter. Dass aber die Großmutter mit einer ganz anderen Rolle dann auch ihre Spuren bei Beate hinterlassen hat. Die Beate war der Mittelpunkt der Familie, weil wenn die Männer in Feindesland gegangen sind, um dort irgendwelche Leute umzubringen, hat sie, so wie ich das jetzt sehe, hat sie dort das Haus zusammengehalten. Da stand mit Sicherheit auch was zu essen auf dem Tisch, wenn die wieder kamen. Beate Zschäpes Rolle soll eine zentrale gewesen sein im NSU, sozial und strategisch. Das zumindest legen die Vernehmungen der Polizei nahe. Sie sei mehr gewesen als nur eine Nazi-Braut, kein braunes Mäuschen und habe kein Blatt vor den Mund genommen. Der mitangeklagte Rechtsextremist Holger G. sagt aus, Beate Zschäpe sei ein gleichberechtigtes Mitglied gewesen. Ein anderer Zeuge erklärt, Zschäpe